Ja, hallo, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kronos Contest 2019. Ich bin natürlich wieder mit dabei, euer Kronos Darf, der hier so die gefühlten anderen 100 Videos auch schon gemacht hat. Genauso wie die anderen Kronos Contests. Das müsste jetzt nach meiner Zeitrechnung der dritte Kronos Contest sein. Ich hatte es ja auch schon angekündigt, wir haben einige Einsendungen erhalten. Und ja, ich will hier auch gar nicht groß rumquatschen, denn bei solchen Events, da sprechen die Kandidaten immer für sich und geben dem Kronos Contest sozusagen das Gesicht. Ich möchte zunächst aber mal ganz herzlich unser Publikum begrüßen. Hi Linz, schön, dass du Hi. da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, kein Problem. Danke für die Einladung. Ja, immer Wie wieder geht's dir gern. denn? Linz, wir können uns gerne nach der Show noch ein bisschen unterhalten, aber jetzt würde ich dann eher mal zu meinen Kollegen kommen. Und zwar, ich kann das hier nicht allein durchziehen. So ein Contest, der ist ein sehr komplexes System. Ich habe es immer wieder gesagt, das ist das härteste Format auf meinem Kanal. Hier wird knallhart bewertet. Jeder, der hier was eingeschickt hat, der weiß das auch und der ist vorbereitet, auch mental vorbereitet auf das, was jetzt folgen wird. Und ich hoffe das wirklich sehr. Ich habe mir zunächst, da ich ja in den letzten Cross-Contests so ein paar Erfahrungen gemacht habe mit geklauten Schiffen, den Sachbearbeiter eingeladen von unserer persönlichen Patentabteilung. Und diesen Sachbearbeiter will ich zunächst mal in den Raum bitten. Jo, das ist dein Auftritt. Abend. Danke, danke. Guten Abend. Ach, jetzt kommen Ja. da so Applaus-Soundeffekte rein. Das sind immer so gestalterische Fragen, die ich mir dann bei der Bearbeitung der Aufnahmen stelle. Das musst du nicht fragen, weil das kommt sonst scheiße. Kommt jetzt sowieso scheiße, der Zug ist abgefahren. Gut, Jo, wir haben dir extra hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Kannst du uns kurz mal sagen, warum du hier sitzt? Ja, ich bin so quasi der Sachbearbeiter für eventuelle Rechtschreibfragen auf den Schiffen, wenn es hart auf hart kommt. Oder auch Plagiate, wenn es denn der Fall sein sollte. Genau, also Jo gleicht quasi das Ganze mit unserer Plagiat-Datenbank, wenn ihr so wollt, ab und warnt dann vor, wenn es sich um ein Plagiat handelt. Es gibt so Plagiate wie zum Beispiel die Orleans von Dimitri oder auch das Schwesternschiff der Orleans, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Die sind relativ einfach zu erkennen. Oder wenn jemand meine Queen Mary 2 einsendet, hatten wir auch schon. Die sind auch sehr einfach zu erkennen, da brauche ich Jo fast nicht, aber ihr darf es trotzdem gern anmerken, wenn es passiert. Es gibt aber auch andere Plagiate, kam auch schon vor, da musste man um drei Ecken rumgucken. Oder war sich nicht ganz sicher und das kann Jo dann alles machen. So, ja, jetzt kommen wir zu den anderen Kandidaten, also jetzt nicht direkt Kandidaten, aber halt Kandidaten, die mir hier helfen. Und zwar, ich kann ja ganz kurz mal ranzoomen, haben wir hier ein paar Leute mit in der Jury sitzen. Eine Jury aus 5 Köpfen, das ist die komplexeste Jury, die ich je hatte. Das wird sicher sehr interessant. Und ich will auch gar nicht weiter groß rumquatschen. Wir begrüßen zunächst mal das erste Jurymitglied. Er ist ein absolutes Urgestein in der Kronos Corp und auch im Minecraft-Schiffbau. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie lange der jetzt eigentlich schon hier rumsitzt. Er hat ausnahmslos jedes Format hier mit begleitet, egal ob jetzt ein Let's Show oder ein Kronos Contest. Er ist auch der Mann, der ja die Minecraft-Schiffbau-Community in die sexuelle Unterwerfung zwingt. Hier kommt der Leviathan des Minecraft-Schiffbaus. Hier ist Robin. Ja, gut, den einen Fakt wusste ich jetzt von mir nicht, dass ich den Schiffbau irgendwie unterwerfe. Das ist mir auch neu, aber gut, Go, wenn ihr das so Robin, go. seht, dann fühle ich mich, denke ich mal, geschmeichelt. Also, Du kannst dich hier gern ich fühle geschmeichelt mich fühlen. sexuell unterworfen. Das ist schön. So, als nächstes, auch schon länger dabei, er hat eine steile Karriere hinter sich. Pink mit Grün kombiniert, das war nichts. Im ersten Kronos Contest dabei gewesen mit der Fisan und den Kronos Contest dann mit Pauken und Trompeten nicht gewonnen. Und es hat sich jeder auch gefragt, wie er dann jetzt hier landen kann. Er hat sich da hochgearbeitet systematisch und hat sich diesen Platz verdient, definitiv. Er ist unser Ansprechpartner, was moderne Schifffahrt betrifft, Kreuzfahrtschiffe vor allem. Es ist kein geringerer als Philipp. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Guten Abend. So, während Philipp seinen Platz aufsucht, füllen wir die nächsten Plätze auf. Und zwar haben wir diesmal auch jemanden Neues mit in dieser Jury. Wir haben neue Zugänge. Das ist ganz wichtig, dass man immer wieder mal neue Leute dazu kriegt. Und wir haben uns, das ist jetzt auch kalter Kaffee, wir haben uns in der Vergangenheit eben etwas vergrößert, auch im Rahmen des Eternal Shipyard.
von NSC darf ich jetzt ganz herzlich unseren Experten für, ja, auch für alte Schiffe, genau wie Robin eigentlich, begrüßen. Steckenpferd bei Canadian Pacific, italienische Liner und sowas. Hier ist G-Star. Ja, guten Abend, hallo. G-Star ist das neue Mitglied? Ich bin neuer. Ja, zu dem kommen wir auch noch. Wir haben eine ganze Menge neue Leute, die als neu gelten in Bezug auf den Kronos Contest. Das muss man dazu sagen. Die sind natürlich schon. In der Let's Show, okay. Aber Kronos Contest ist jetzt ja die Neuheit. Ja, es gibt ja vielleicht auch Leute, die nur die Kronos Contest sehen, weil die cool finden. Den Rest gucken die gar nicht. Und deswegen ist für die G-Star neu. Genauso wie die anderen beiden, die ich jetzt anmoderieren werde. Zu G-Star, also zu NSC, gehört natürlich auch noch unser Korrespondent für den deutschen Schiffbau, vor allem norddeutscher Lloyd. Er ist sehr eingeengt, was jetzt so seine Spezifikationen betrifft. Das heißt, er macht vor allem Europa, Bremen, Columbus. Über diese Schiffe weiß er wohl das meiste. Natürlich auch außenrum, ist ganz klar. Hauptsächlich, wie gesagt, deutsche Schifffahrt. Basically unser Arnold Kludas. Hier kommt The First Act of Modern Total War. Hier ist Michel. Ja, schön, dass du auch mit dabei bist. Und jetzt kommt der Mann, für den ich mir kurzzeitig sogar überlegt habe, ob ich für dessen Bewertung nicht eine Gefahrstoffkennzeichnung am Kronos Contest anbringen sollte. Von ihm dürft ihr keine Kuschelbewertung erwarten. Ich glaube, der ist bewertungstechnisch so in Richtung Lukas-Pizza-Verschnitt unterwegs. Er selbst ist auch Ingenieur zu See. Er weiß also ganz genau, wovon ihr redet. Und er freut sich auch riesig, dass er mit dabei sein darf. Und ich hoffe, dass er hier mit heilen Nerven wieder rausgeht, weil ich glaube, es wird relativ anstrengend teilweise auch. Darf ich Drash ganz herzlich begrüßen. Moin Moin. Ja. Wir müssen Lukas Bewertung nicht unbedingt kopieren. Ich hatte jetzt schon die Erich Honecker Gedächtnishalle in Halle im Kopf. Ich bin sicher, die ein oder anderen, die den Kronos Contest in den vergangenen Staffeln verfolgt haben, auch. Ja, wie ist jetzt hier die Kompetenz verteilt? Also, G-Star und Robin mehr so alte Sachen. Michael auch alte Sachen, vorzugsweise Deutsch. Philipp, auch Philipp neue Sachen und Drash so Engineering, genau wie G-Star auch. Also die sind sozusagen alles so ein bisschen verworren. Okay. Ja, man muss aber auch bedenken, da ich ja selber der Schifffahrt tätig bin, kenne ich mich auch mit moderner Schifffahrt auch ziemlich gut aus, beziehungsweise ich bin ja auch Fan von alten Schiffen um die Jahrhundertwende. Ah, also wir sind auf jeden Fall in allen Bereichen aufgestellt, sagen wir es einfach mal so, ihr werdet dann ja sehen, was da bewertet wird. Gut, da wir jetzt hier die Zuständigkeiten geklärt haben, kommen wir auch schon zum ersten Kandidaten auf meiner Liste. Und zwar ist der erste Kandidat gelistet als Alexius mit der SS Westerwald. Und das müssen wir uns natürlich angucken. Und bevor jetzt Fragen aufkommen, möchte ich noch ganz kurz mal das System mit anteasern, das wir jetzt hier verfolgen werden. Das ist jetzt hier die Castingrunde. Wir werden hier sozusagen erstmal 15 Leute in die nächste Runde mitnehmen. Es sind momentan mehr als 15 Leute, das heißt, es werden ein paar rausfliegen. So viel erstmal dazu, das ist bekannt. Wir werden auf die Schiffe draufgehen, jeweils mal auch wir privat. Wir werden das aber so direkt nicht zeigen, sondern das würde zu lang dauern. Das heißt, ich werde für euch Szenen aufnehmen, wo ich mal grob so die markanten Punkte aufnehme und das auch einblenden, damit ihr wisst, wovon die Rede ist. Ja, die übliche Einblendung. Das wird also von den Rendern hier oder von den Bildern her, wie die Schiffe aussehen, das kennt ihr auch alles. Das ist alles wie beim letzten Kronos Contest. Und dann wird die Jury die Bewertung abgeben. Ich werde auch noch ein paar Takte sagen, ganz zum Schluss, was mir aufgefallen ist. Aber wahrscheinlich wird nicht mehr viel für mich übrig bleiben bei 5 Jurymitgliedern. Ich habe auch schon gesagt, mit wem es losgeht. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel rumquatschen, aber wir müssen ja ein bisschen Unterhaltung machen. Was erwartet ihr euch eigentlich von diesem Contest jeweils? Robin. Nette, gute Schiffe, vielleicht mal ein paar neue Insider, weil wir brauchen ein paar neue Insider hier, die alten sind ja schon ein bisschen älter, aha. Und, hoffen wir mal, dass die Arbeit der verschiedenen Leute gut wird. Denn wenn nicht, dann haben wir, denke ich mal, mit unserem Bildungsauftrag versagt und dann können wir zumachen, wenn hier keine guten Schiffe zu sehen sind. Ja. Gut,
Ja, wäre auf jeden Fall anzuraten. Dann Philipp, was ist deine Hoffnung? Also, ich habe keine Hoffnung, aber ich bin gespannt, was wir zu sehen bekommen, weil man hat ja in den letzten Contests und letzten Shows immer so eine Steigerung gesehen von den Schiffen. Und wenn man jetzt das zum Beispiel vergleicht von den Schiffen, die wir im letzten Show hatten, im letzten mit den Sachen mit der Duden und so weiter. Also ich bin echt gespannt, was jetzt in diesem Contest für Sachen kommen und wie die Leute sich weiter gesteigert haben oder nicht. Werden wir sehen. Gut, dann G-Star, was würdest du dir so? Gute Schiffe. Und ja, ich weiß ja nicht, ich war ja auch beim Let's Show dabei und da waren ja auch schon, naja, es war auch noch gemischt, ne? Da waren ja auch schon ziemlich gute Sachen, aber auch mal wieder das eine oder andere dazwischen. Das ist noch nicht so, aber ich denke mal, dass schon viele gute Schiffe dabei sind. Okay, ja. Außer gute Schiffe, vielleicht noch andere Erwartungen, Michael? Schlechte Schiffe. Schlechte Schiffe auf keinen Fall. Vielleicht Sachen, die man noch nicht kennt, vielleicht von Leuten, von denen man noch nicht irgendwas gesehen hat. Okay. Überraschungen erwarte ich eigentlich. Überraschungen und Trash. Ja, das ist viel schön. Ja, also ich freue mich erstmal drauf, hier die vielen verschiedenen Schiffe mal sehen zu können. Und ja, wie Michael, wäre vielleicht super, mal so ein paar Neuheiten zu entdecken, die wir noch gar nicht so kannten oder die uns nicht eingefallen sind und die ja, zu neuen Sachen auch inspirieren, die wir vielleicht für unseren neuen, für unseren aktuellen Baustandard hinzufügen könnten zum Beispiel. Ja, das ist auch immer ganz beliebt. Gut, also ich habe schon gesagt, wir nehmen 15 Leute die nächste Runde mit. Wir werden das dann so machen, dass wir für uns persönliche Punkte aufschreiben. Wir haben 10 Kategorien. Diese kann ich vielleicht mal so kurz erläutern. Wir werden den Rumpf bewerten, wir werden das Exterieur bewerten, das Interieur, die Sorgfalt, mit der ihr herangegangen seid, den Baustandard, auf dem ihr euch befindet, die Maschinenanlage mal bewerten, Logik bzw. auch historische Genauigkeit. Also passt selbst bei Custom-Schiffen, ne, passt bei Custom-Schiff überhaupt in die Zeit rein, auch von dem ganzen Aufmachung, oder passt das überhaupt nicht da rein, wo es angesetzt ist. Originalität wird mitbewertet, Sicherheit wird bewertet und auch euer Fleiß bzw. die Größe eures Projekts. Das ist ja klar, wenn sich mal die Arbeit macht und was Größeres baut, dann muss er natürlich auch entsprechend honoriert werden, im Gegensatz zu jemandem, der halt nur einen Schlepper eingesendet hat. Das muss man einfach unterscheiden können. Dafür gibt es diesen Reiter. Insgesamt gibt es 100 Punkte pro Reiter hier, quasi pro Kategorie gibt es 10. Wir werden das für uns privat machen, weil wir jetzt hier, ne, muss nicht unbedingt jeder wissen, ihr werdet zum Schluss halt, wenn wir dann das Ergebnis vom Casting verkünden, dann nochmal die Punkte, die Gesamtpunkte zu jedem Schiff sagen und dann gucken halt, wer weiter ist und wer nicht. Und werden aber, die Jury wird trotzdem ganz normal sagen, was gepasst hat, was nicht gepasst hat und so. Aber halt ohne Wertung sozusagen erstmal für euch. So, okay. Ich denke, es ist erstmal alles gesagt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Westerwald drauf und gucken uns das erstmal an. Gut, ihr seht schon, während wir uns die Westerwald angesehen haben, ist auf Philipps Platz auch was Nettes gewachsen. Oh, hey. Bitte lasst es nicht ausarten, Leute, die wollen zur Bewertung kommen. Ich weiß nicht, möchte jemand mit der Bewertung anfangen? Gleich so viele, Mensch, das ist, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Trash vielleicht. Trash ist jetzt neu dabei, hat sich so drauf gefreut, der darf jetzt auch als Erster. So, ja gut, wo soll ich da anfangen? Ich meine, das gibt so viel zu bewerten an diesem Schiff. Also, der große und ganze Eindruck war nicht schlecht. Also, von außen sieht das Schiff richtig gut aus, konnte man nicht bemängeln. Der Rumpf, naja, also Wellentechnik sieht gut aus, aber ein bisschen platt unten. Auf dem Rumpfboden. So. Ansonsten, man kann sehen, ja, das Schiff soll laut deiner Beschreibung von Planet Minecraft aus von 1896 sein, also demselben Jahr wie Kaiser Wilhelm der Große. Von außen sieht man das Schiff das auch an, aber von innen das Interieur will überhaupt nicht passen. Also man merkt, das sieht super aus und alles, aber ich hätte das mehr in die Kategorie 1910 eingeordnet, statt jetzt für einen deutschen Liner von 1896. Oder ein auf Deutsch getrimmter Liner. Die Maschinenanlage für mich ganz besonders war ein bisschen, ja, nicht wohl überdacht. Sie sieht gut aus, man merkt, dass du viele Details eingebaut hast und man merkt auch, dass du Details genommen hast, wie ich sie eingebaut hätte, oder Linz.
Aber die Maschinenanlagen sind viel zu klein, viel zu sehr da reingepackt. Und ja, das sieht alles nicht wirklich bis zum Ende durchdacht aus, in meinen Augen. Groß im Ganzen super Bau. Also es sieht gut aus. Aber in den Details, da hapert es noch an vielen Stellen und an vielen Enden. Okay. Ja. Aber gut. Bevor wir jetzt mal zu Michael kommen, ist natürlich auch wieder möglich, dass die Jurymitglieder hier ihre Joker vergeben. Ne? Die gibt's wieder, nur dass ihr es wisst. Joker vergibt jetzt hier momentan keiner, das könntet ihr auch jetzt schon sagen, wenn jemand einen Joker raushauen will. Niemand, okay. Michael, wie hast du es denn so empfunden? Ja, vom Gesamteindruck finde ich es in Ordnung. Von der Größe her finde ich es sehr angenehm. Ich mag Schiffe, die so in der Größe so sind. Nicht zu groß, nicht zu klein. Vom Aufbau her finde ich es ganz gut. Ab und zu sind mal so kleine Denkfehler in der Struktur drin, wie hinten im Ladeschacht oder so ein Warenaufzug, der auch zeitlich nicht so ganz reinpasst. Vom Konzept und vom Design her, von den öffentlichen Räumen und den Bereichen, fällt mir das ganz gut. Ab und zu ist ein bisschen... Ein paar Kleinigkeiten sind immer, die man bemängeln kann. Das ist halt Beckern auf ziemlich hohem Niveau. Wenn jetzt irgendwo mal ein Bereich nicht ausgeleuchtet ist oder da mal ein Stuhl fehlt oder in der Richtung. Sonst habe ich mir noch die Küche ein bisschen genauer angeguckt. Und da muss ich sagen, finde ich die in Ordnung. Nur vom zeitlichen her ist da wieder die Frage, ich weiß nicht genau, die zeitlich jetzt genau passt, aber es war schon gut. Ja. Alles klar. Dann, Gista, was ist so deine Meinung zu diesem Schiff? Ja, ne, also von außen, wenn man da erstmal drauf zugeflogen ist, wie du ja schon sagte, sehr schöne Konstruktion, also da kann man schon mal so vom ersten Eindruck nicht mängeln, oder irgendwas bemängeln. Wenn man dann, wie gesagt, den Tiefgang, ja, da ist halt, da laufen die Linien halt auf so eine Platte auf, also auf den Kiel so wie so eine Platte, da ist keine Rundung. Und das Heck passt jetzt also vom Tiefgang unten rum nicht ganz so zum oben rum, aber das fällt halt nicht auf, weil es dann unter Wasser liegt. Vom Interieur, wie gesagt, zeitlich, ja, es kennt sich Dresch noch ein bisschen mehr aus um die Zeit, wie das Interieur da passt. Aber es hat halt nicht ganz so gewirkt für die Zeit. Mhm. Ja, und sonst logischer Aufbau schon, außer das Gewirr war von Ladeschächten irgendwie im Bug. Das hat gar nicht gepasst. Also da viel Spaß bei den Leuten, die da die Ladung einpassen oder im Heck. Weiß ich nicht, auf jeden Fall waren da irgendwie Ladeschächte, die kreuz und quer übereinander hingen, irgendwie weiß ich nicht. Musste man die Ladung ziemlich weit doch transportieren im Schiff. Nein, das geht so nicht! Ja gut, und sonst so Maschine, ja, wie Dresch auch schon gesagt hatte, mit denen, die sind halt zu klein und dann fehlten da auch Rohrleitungen, also das heißt, es konnte immer nur der erste Zylinder da von der Maschine überhaupt laufen, von den beiden Maschinen. Mehr ging nicht, weil der Dampf überhaupt nicht weitergeleitet wurde. Die Kondensatoren gingen halt auch nicht, weil die auch keine Rohrleitungen besaßen. Und es sind irgendwie auch zu wenig Dynamos in dem Schiff. Also es ist... Aber sonst im Groben schon sehr detailreich gemacht. Also das Ding hat nicht nur keine Power, es kriegt auch keinen Strom zusammen. Das ist ja... ja. Also es ist, also wenn man das Schiff jetzt zum Beispiel starten würde, es würde nichts passieren. Also es würde einmal vielleicht Puff machen und dann, ja, dann war es das halt. Einmal die Lampen flackern und dann ist halt wieder aus. So. Aber sonst im Groben und Ganzen hat es mir gefallen. Man kann es immer noch als gutes Hotelschiff verwenden. Mit Landstromversorgung. Genau. Long Beach, ne? Long Beach, ja. Okay. Gut, Philipp, das ist jetzt nicht so dein Metier, aber du kannst dir bestimmt auch eine Meinung bilden. Ja, also das, wo ich mir eine Meinung drüber bilden konnte, also das Schiff insgesamt hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also als ich das von außen gesehen habe, vor allem, dass einige Decks selbst bei der, sag ich mal, geringen Größe noch ganz schön erhöht waren, hat natürlich von innen ganz viele Möglichkeiten gebracht, das Schiff von innen zu designen. Und dementsprechend hat mir auch die Gestaltung der öffentlichen Bereiche sehr gut gefallen. Wieder mit den Farben, dass alles gestaltet wurde. Und muss ich sagen, hat mir an sich ganz gut gefallen. Maschinenanlage und so kann ich jetzt nicht viel zu sagen, da überlasse ich das den anderen. Aber da die Gestaltung fand ich sehr gut. Okay, dann hätten wir noch Robin. Ja. Also es wurde eigentlich schon viel gesagt, also ich muss sagen, ich mag das Interieur, also die Farbgebungen finde ich ganz nett, tatsächlich, also. Mhm. Aber es gibt noch eine Sache, die noch niemand hier angesprochen hat.
Ich glaube, Max wollte das gleich machen. Aber ich werde das schon mal hier ein bisschen anteasern. Und dann kann Max dann danach gleich weitermachen. Was? Was? Oh, was? Lasst einfach mal. Touché, Robin, heute habe ich nicht gerechnet. Der wollte das Grammophon wieder rausgeholt. Ja, einfach ein Grammophon habe ich kurz ausgefangen. Möchtest du diese musikalische Einlage vielleicht ausführen? Eigentlich ist das mein Job, nee, mach ne? du lieber. Ist ja dein mit hier. Okay, möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Ja, wie gesagt, ich mochte das Interieur. Das Exterieur mochte ich auch eigentlich sehr gerne. Also es ist ein sehr, sehr schön ansehnliches Schiff. Ja, das wird schon gesagt. Ja. Also ich finde es ja mal, jetzt wird es ja schon wieder gut. Ich dachte, das wird jetzt hier die langweiligste Staffel, weil wahrscheinlich die meisten wirklich gut sein werden, Kandidaten. Die haben sich alle entwickelt. Aber Robin findet dann immer noch so diese Permankirsche, ne? Okay, ja, ich werde es mal anteasern. Was mir an dem Schiff nicht gefällt, ich habe schon überlegt, ob ich mir den Buzzer ausleihen soll von irgendjemandem. Ich habe keinen. Soll ich einen drücken? Ja, bitte. Das ist ja mein Job, ne? Also erstmal wollte ich nochmal zu Jo. Ich wollte jetzt nochmal zu Jo kommen, wobei, doch, also, ich würde dich jetzt liebend gern sofort interviewen, Jo, aber das ist einfach so was Persönliches für mich. Ja, ja? Gut, also das ist einfach, wenn das jetzt was ein anderes Schiff wäre, wir haben ja schon gesehen den Namen Erika, der ist gefallen, dann würde ich dich anscheinend, dann würde ich auf jeden Fall zunächst zu Wort kommen lassen. Ich möchte dich auch jetzt erst nochmal fragen, ist das Schiff original von dem Bauer, ist es irgendwo von Minecraft geklaut worden, ist es, wie sieht's aus? Gut, ich habe jetzt nicht genau das andere Schiff im Kopf, weil es ist halt teilweise original, aber dann diese eine große Sache. Ja. Also das kann normalerweise wie das Jo's Job, aber das ist einfach so was Persönliches, deswegen führe ich das persönlich aus. Also mir gefällt nicht, dass das so an der Erika orientiert ist. Die meisten von euch, also was ist die meisten? Doch, eigentlich die meisten von euch haben das Schiff bestimmt mitbekommen. Von mir die Erika, die kam irgendwann mal, ich glaube, vor einem Jahr raus, oder? So früher, also circa vor einem Jahr. Ja, so etwa. Und das ist nun drei Schornsteiner von meiner Reederei Neuer Deutscher Lloyd. Und das Schiff... Na, an für sich kann man sich ja orientieren, habe jetzt kein Problem damit, dass sich jemand an einem meiner Schiffe orientiert, um Gottes Willen, ja. Also die Deutschland zum Beispiel, die Dresch gebaut hat, da hat man sich auch am Kaiser Wilhelm den Großen orientiert. Das ist auch in der Praxis gemacht worden. Aber das Problem bei dem Schiff, das ich da habe, ist einfach, dass das für mich so eine persönliche Angelegenheit ist, weil das Schiff für mich auch, also die Erika für mich auch eine persönliche Bedeutung hat. Das konntest du, Alexios, jetzt nicht wissen. Ich habe das nicht nach außen kommuniziert, weil man darüber auch nach außen nicht redet. Du hättest dir aber ansatzweise denken können. Und zwar heißen die Schiffe des Neuen Deutschen Lloyd ja in der Regel, also vor allem die neueren jetzt, ja nicht alle, aber die neueren vor allem, die Eigenkonstruktion, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremerhaven, was gäb's noch alles, ja? Emshaven. Bitte was? Ja, die wurde noch nicht gebaut, Wilhelmshaven. Doch. Ich hab das auch gerade gesagt, sag mal. Ach so, Unterland. Du Hamburger Hafen. Tut mir leid, ich schieße momentan meinen Lulldruck hier. Muss ich. Es ist schön zu wissen, dass du bei der Sache bist. Ja, Robin ist wie so eine Oma mit so einem Häkelset da vorne, nur dass an die Lulldruck da drin rumschaut. Ich bin gerade künstlerisch unterwegs. Also normalerweise heißen die was mit Hafen. Und dann kam halt plötzlich eine Erika. Völlig aus dem Kontext, nicht angekündigt, aus dem Off quasi. Ein Schnellprojekt von mir und selbst da hättest du dir schon denken können, was ist da los? Vielleicht frage ich mal nach. Vielleicht hätte ich sogar gesagt, was damit los ist. Es hat eine persönliche Bewandtnis, dass das Schiff halt so heißt, wie es heißt und dass es auch so schnell und so unbedacht gekommen ist, weil es einfach von mir aus gesehen auch ein Kondolenzprojekt ist. Also es ist für eine verstorbene Person gebaut worden. Und wenn man dann quasi so ein Grabmal hernimmt und das so dermaßen, ich will schon fast sagen, abkupfert von der Struktur her und auch teilweise von außen, dann geht mir das einfach total gegen den Sack. Und deswegen habe ich jetzt hier den Buzzer angefordert, weil ich das einfach nicht gut finde. Aber Alexios, wie gesagt, du kannst da eigentlich jetzt nichts für. Und ich hege jetzt auch keinen Groll in irgendeiner Weise. Ich bin auch nicht sauer oder sowas, sondern ich finde es einfach ungeschickt.
aber du konntest nicht wissen, das war jetzt einfach eine zufällige Ungeschicktheit, die einfach jetzt passiert ist. Und der Buzzer hat jetzt auch nichts weiter zu bedeuten, kannst wieder ausmachen. Jo. Weil hier wird es nur gefährlich, wenn wir mindestens 3 Buzzer haben oder sowas. Das ist wie gesagt ein gutes Schiff, kann sich absolut sehen lassen, macht einen super Eindruck. Der Rest hat, die anderen haben ja auch schon alles gesagt, aber ja, also diese Erika-Resemblance hier, diese, ich weiß gar nicht, diese Erika-Similarität, will ich schon fast sagen, das hat einfach, ja, das reißt es bei mir halt einfach raus. Ich kann dazu auch nicht weiter sagen, ich mag das Schiff halt, ja. Sieht das denn jetzt nur von außen so ähnlich aus oder sind von innen auch? Von innen auch. Gerade die öffentlichen Bereiche der ersten Klasse sind genauso strukturiert wie auf der Erika. Okay. Und geteilte Abteilungen. Ja, das habe ich jetzt so nicht überprüft, aber. Ja, nee. Kurz an Alexios, der das ja konstruiert hat. Uns ist vor allem aufgefallen, dass das von der Erika abgekupfert sein musste, weil du für deine Schornsteine sich aufteilende Uptakes eingebaut hast, was 1896 noch nicht erfunden worden ist. Das ist erst mit der Imperatorklasse erfunden worden, also 1914. Und mit der Türbitzklasse. Was? Ja. Okay, also Dresch hat es mal gesagt, ja, aufgrund dieses Abkupferns kommen natürlich dann so bestimmte Sachen einfach zustande, die jetzt auch angesprochen wurden. Da kommt eins ins andere. Und ich habe es auch schon so zwischen den Zeilen hier mit rausgehört, als wir eben drauf waren auf dem Schiff. Da hat auch jemand in der zweiten Klasse die Oceanic wiedererkannt, angeblich. Das war Robin. Weiß ich ja, jetzt nicht. Ja, der ganze Bereich. Doch, zweite Klasse Treppenhaus bei der Oceanic hinten auf dem, lass mich lügen, B-Deck. Gewesen, ja, also es ist halt jetzt nicht so gut für die Originalität des Schiffes, wenn man sich dann direkt an irgendwas orientiert. Und ich habe jetzt auch die Erika ausgeführt. Du hast halt, du hast die halt von all meinen Schiffen, an denen du dich hättest orientieren können, wo ich auch gesagt hätte, okay, kann man so machen, hast du dir halt genau das Schiff ausgesucht, das man vielleicht für sowas besser nicht hernehmen sollte. Es ist einfach, man schießt halt den Vogel ab, aber wie gesagt, du kannst nichts für. Also von daher. Aber ich, wie gesagt, ich mag die Westerwald halt nicht aufgrund dieser Ähnlichkeit. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Da kann man jetzt auch nichts mehr dran rütteln. Aber trotzdem ein solides Schiff. Gut, das haben wir jetzt ein bisschen länger behandelt, weil es einfach so besonders ist. Anmerkungen, also keine Buzzer hier. Mein imaginärer Buzzer halt nur. Und Joker aber auch keiner. Insgesamt, denke ich, werden wir das auf jeden Fall fair bewerten. Und von daher würde ich sagen, kommen wir als nächstes auch schon zum nächsten Kandidaten, wenn jetzt nichts weiter ist, oder? Die Rechtschreibung wollte ich doch nur kurz sprechen. Die Rechtschreibung? Ist noch was zur Westerwald-Rechtschreibung? Ja, ganz kleines Detail nur. Ja. Die Sichtweise eigentlich ist eher auf die Schilder bezogen. Es war bei den Schildern irgendwie keine Kontinuität vorhanden. Die waren teilweise in Caps Lock geschrieben, dann teilweise aber auch im gleichen Raum dann wieder normal. Und sie hier rein. Dann hat man sich nicht so ganz für eine Formatierung entscheiden können. Bei den meisten Schildern war die Schrift mittig gesetzt, also zweite, dritte Zeile, und bei manchen klebte sie ganz oben. Da war auch irgendwie kein System dahinter. Das war einfach so, wie man Stimmung war einmal da so und mal so geschrieben. Das ist halt auch nicht so gestalterisch schön. Okay. Und teilweise auch Schilder, wo man gemerkt hat, die wurden wahrscheinlich aus Versehen abgehauen und dann nochmal ganz schnell neu hingesetzt und hat man vergessen, das wieder auf der anderen Seite zu machen. Ja. Okay, gut. Gut. Ja, dann kommen wir am besten zum nächsten Kandidaten. Der Kandidat Nummer 2, auch zweiter in der heutigen Folge, das ist Anzu alias Marcel Schmal. Der hat ja schon öfter mitgemacht, hat auch in der Vergangenheit, wenn ich mich recht erinnere, sein Fett wegbekommen, da ordentlich auch von Robin. Und der kommt jetzt auch mit einem Schiff um die Ecke, von dem wir uns alle auch nur ungern verabschiedet haben. Nämlich der Viking Adler. Ach, nee. Die ist auch schon wieder, die ist auch so ein Chronos Contest Original. Wie oft hatten wir die jetzt schon? Zweimal, aber zweimal von Julian Schmidt. Zweimal von Julian Schmidt schon und da war es aber auch das gleiche, der hat immer das gleiche Schiff eingeschickt und der hat sie, glaube ich, also Marcel hat sie, glaube ich, nochmal neu gebaut. Wir werden es ja auch gleich sehen und deshalb würde ich sagen, bevor wir was dazu sagen können, müssen wir halt auch erstmal drauf gehen, ist ja klar. Gut, wie sieht's jetzt aus, nachdem wir drauf waren? Linz hat uns verlassen. So, also Philipp will anfangen. Ja, haben wir schon gehört. Ja. Das Publikum also, hat uns verlassen. Wir haben hier die Viking Adler zu Gesicht bekommen. Hier ist öfteren schon in den Contests und Let's Shows.
dementsprechend war es für uns nichts Neues. Aber uns sind immer noch einige Sachen aufgefallen, die uns, ja, wie soll ich sagen, gestört haben, die uns ein wenig recherchieren lassen haben, weil das alles nicht ganz logisch aussah. Und dann sind wir zum Beispiel, oder bin ich darauf gekommen, dass in dem Aquavit vorne, was auch immer das ist, das sah aus wie so ein Außen, wie so ein Wintergarten. Naja, das sah bei euch ein wenig anders aus, als er in echt aussieht. You know, I don't know, this whole situation, Harrington, I don't know. It's giving me the heebie-jeebies. Es lag vor allem daran, dass die Glasdecke nicht ganz zur Geltung kam. Da waren ein paar Glasblöcke zwischen diesem ganzen schwarzen Gewirrwarr an der Decke. Aber ansonsten hat man da nicht wirklich viel von dieser Glasdecke gesehen. Und dementsprechend würde ich da vor allem empfehlen, dass man weniger diese schwarzen Streben dazwischen macht und mehr Glas. Und außerdem ist uns auf dem Schiff viel aufgefallen, dass das Design nicht ganz mit den Bildern übereingekommen ist, die im Internet waren. Also, ich weiß nicht, ob die Bilder im Internet lügen oder ob ihr das falsch gebaut habt. Ich weiß nicht, ob einer von euch auf dem Schiff in letzter Zeit drauf war und Bilder gemacht hat und ihr das danach gebaut habt. Kann ich nicht sagen. Es sah auf jeden Fall anders aus, als wir es im Internet gesehen haben. Und was mich dann noch teilweise gestört hat, war der Aufbau vom Schiff so ein bisschen. Weil gerade hatten wir so eine Tür in der Lounge, die auf einmal ins Nichts geführt hat und so weiter. Und ja, ansonsten so ein paar Sachen, die subjektiv sind, dass der Rumpf und die Wände aus Wolle sind. Gut, kann jeder so machen, wie er will, mir gefällt es selbst nicht so. Und dass die Lampen halt die ganze Zeit diese komischen... Oh, was sind das für Lampen? Wie heißen die? Leuchtfeuer. Diese Leuchtfeuer sind. Wenn man in so einem Gang steht und die ganze Zeit diese... diesen Obsidian-Dingens über sich hat und überall so ein fast schwarzer fast schwarzer Block an der Decke hängt, dann verändert das ganz schön den Stil des Ganges und des Designs und ich finde, diese Lampen passen nicht überall auf so ein Schiff drauf. Und da so, was sieht zum Kotzen aus? So kann man es natürlich auch sagen. Und ja, ansonsten kann ja jemand anders weitermachen. Lassen wir gleich mal Robin, weil ich glaube, der kann am wenigsten dazu sagen. Was soll ich denn dazu sagen? Also, ja, ne? Philipp hat schon sehr viel, ja. Philipp hat schon sehr viel gesagt, was man dazu sagen kann. Mhm. Ich bin ja persönlich kein Fan von modernen Schiffen und auch nicht von Flusskreuzfahrtschiffen, aber das hat mit meiner Bewertung nichts zu tun. Ich meine, wir haben ja sowieso generell alle eine Punktevergabe gemacht, also ist das Ergebnis sowieso abgesprochen, aber von mir persönlich, ja, ich denke, es ist besser als das, was wir im letzten Mal gesehen haben. Also wir haben ja jeweils schon Adler gesehen, das war immer dieselbe irgendwie. Und das ist mal andere, von einem anderen Kerl. Und ich glaube, die ist, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Ich glaube, dass die detailreicher und besser ist als die andere. Ja, ist sie. Ja. Okay, gut, dann hätten wir das auch. Machen wir mit G-Star weiter. Wie sieht's aus mit der Viking Adler? Ja, also die Viking Adler ist sicher schwer zu bewerten, weil ich meine, wir waren jetzt in den Räumen. Philipp hat ein paar Bilder gesucht, aber ich finde jetzt auch, dass die Bilder nicht aufschlussreich waren. Also ich finde es jetzt gut, dass außer das Bild von diesem Aquavit, ja, da muss man schon sagen, ja. Und von diesem Treppenhaus haben wir uns zum Beispiel Bilder angeguckt und daraus werde ich auch nicht schlauer. Also ich weiß nicht, wer lügt, ob die Bilder lügen oder was weiß ich. Also deshalb kann ich dazu keine direkte Bewertung abgeben, ob es das Interieur komplett stimmt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es stimmt, weil, wie gesagt, vielleicht war jemand drauf von euch. Und ansonsten, ja, von außen sieht halt aus wie ein Flusskreuzfahrtschiff. Also passt schon von den Bildern. Also eigentlich im Groben und Ganzen schon nicht schlecht. Es ist halt ein bisschen langweilig, da wir jetzt schon so oft dieses Schiff hatten. Ne? Das ist jetzt mal wieder ein bisschen was anderes, da es halt neu gebaut wurde. Aber man kennt halt so langsam den Namen und ich bin auch kein Fan von Flusskreuzfahrtschiffen, aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Ja. Also im Insgesamten schon zu erkennen, dass dieses Schiff ist. So, okay, dann Michel, hat dich die Viking Adler emotional berühren können? Nein, auf keinen Fall.
Wie? Du hast sie nicht abgrundtief hässlich empfunden oder sowas? Sagen wir so. Du tätest besser daran, dieses Schiff nicht abgeschickt zu haben, da ich da keine große Hoffnung drin sehe. Und so, ja. Ansonsten halte mich hier jeglichen Kommentars und lasse Trash weitermachen. Richtig fressen muss, dann fahre ich ab! Ist das Ungeheuer, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Okay, das ist eine sehr harte Bewertung. Kein Buzzer bisher? Kein Joker? Nichts? Gut, Trash. Ja, also mir persönlich fällt das schwer, ja, hier eine etwas objektive Meinung abzugeben, weil ich persönlich kann Flusskreuzfahrtschiffe nicht so wirklich leiden. Ich habe schon meine Probleme mit den richtigen Hochseekreuzfahrtschiffen, da sind die Flusskreuzfahrtschiffe jetzt nicht gerade besser. Aber ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir die Maschinenanlagen von dem Schiff angeguckt und da konnte ich keinerlei Mängel dran finden. Die sehen richtig gut aus. Man kann erkennen, was ist und zu was gehört. Von daher, die Maschinenanlagen sind gut geworden. Warte mal, darf ich mal kurz? Wer hat das Schiff eingeschickt? Was? Wer hat das Schiff eingeschickt? Marcel Schmal oder Anzu. Okay, also ich weiß, dass die Maschinenanlagen von Yannick kommen. Also, ne? Was? Oha, ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja, dann ist das Ganze natürlich jetzt wertungstechnisch den Abfluss runtergesunken. Naja, wir müssen es jetzt natürlich trotzdem so werten, dass es jetzt das Schiff ist und das ist der Einsender. Also. Ja, alles klar. Nee. Ja, aber ansonsten hier, ich persönlich, mein Geschmack war es auch nicht, das Schiff aus Wolle zu bauen zum größten Teil. Aber wie Philipp schon gemeint hat, das ist persönliche Geschmackssache, das kann man nicht wirklich auf modernen Baustil oder sowas begrenzen. Ansonsten, ja, ich kenne das Schiff nicht, ich habe davon keine Ahnung, ich hatte Schwierigkeiten zu werten, ob wie weit das jetzt detailreich war und wie weit nicht. Mein Fall ist es nicht, im Großen und Ganzen konnte ich aber auch keine groben Mängel oder dergleichen feststellen, also scheint gut gebaut zu sein, scheint im auf dem Standard, aktuellen Baustandard zu sein. Von daher, ja, also rausfliegen, deswegen wirst du nicht, sagen wir es mal so. Nicht von meiner Seite. Gut, also das mit dem Rausfliegen muss man natürlich immer abwarten, wenn alle Leute durch sind, man von jedem die Punktzahl aufgeschrieben hat und dann die Top 15 werden weiterkommen. Ja, wie gesagt, deswegen sage ich im Moment von meiner Seite, ich schmeiße nicht raus. Ja, das ist zumindest das Bestreben, aber wir werden mal gucken, was halt sonst noch kommt. Das können wir jetzt noch nicht sagen. So, dann, also wie gesagt, gute Maschinenanlage, Dresch schon gesagt. Ich meine, wir wollen eigentlich unsere private Bewertung hier nicht preisgeben, aber ich denke, hier kann ich mal so eine klitzekleine Ausnahme machen. In der Maschinenanlage hast du 10 Punkte, also die volle Punktzahl bekommen. Da kannst du dich bei Yannick für bedanken. Und ich fand es mal ganz nett im Gegensatz zu den anderen, das Schiff noch ein letztes Mal zu sehen. Ein letztes Mal! Und wer es kommt noch einmal? Bei wem höre ich mich hier eigentlich gerade? Okay. Dann, also, was heißt ein letztes Mal? Also, wir hatten es ja schon mal, das hatte Philipp auch schon angerissen, in einem Let's Show und auch dann im Kronos Contest von Julian Schmidt damals. Der hat auch nichts dran verändert, wir haben uns drüber aufgeregt. Ist auch im Best-of mit drin. Angucken einfach, dann wisst ihr Bescheid. Ich fand es auf jeden Fall nett, dass du dieses Thema Viking Atla jetzt nochmal beendet hast mit einem vollständigen Schiff, das gut gebaut war. Ich bin auch kein Fan von Flusskreuzfahrt, ich weiß nicht, was die Leute, also, keine Ahnung. Ja. Ich habe so ein Ding mal, ich habe selber mal eine Flussfahrt gemacht, keine Kreuzfahrt, aber eine Fahrt, und es ist auch so ein Teil entgegengekommen. Das sieht man auch in meinem Ratas-Pona-Video. Das ist halt hauptsächlich für Rentner. Ich kann so eine Flusskreuzfahrt weder thematisch noch ästhetisch von außen was abgewinnen, aber es ist halt deine Einsendung und ich denke, du hast das gut umgesetzt. Wie akkurat das jetzt war, das muss man halt dann gucken, welche Fotos wir jetzt hier zur Verfügung hatten und welche du zur Verfügung hattest. Es kann sein, dass du bessere Informationen hattest als wir, das wissen wir jetzt nicht. Aber sonst ist es eine solide Einsendung, kann sich gut behaupten. Wie gut es sich letztendlich aber in der Gesamtheit behaupten kann, das werden wir erst noch sehen. Wir haben jetzt hier eine Punktzahl stehen, ich habe auch schon ausgerechnet, was du insgesamt für Punkte hast, das werde ich jetzt nicht sagen.
Man kann auf jeden Fall drüber kommen über diese Punktzahl. Das ist immer das Problem. Ja, also du hast jetzt keine 100 Punkte erreicht. Und deswegen kann es natürlich sein, dass sich da jetzt 15 Kandidaten finden, die drüber liegen. Und dann ist das Schiff raus. Aber ich weiß es jetzt noch nicht. Wir müssen halt mal gucken, wie viele Leute dann, na, was da jetzt noch alles kommt. Auf jeden Fall danke für die Einsendung. Solide. Und ja, dann können wir eigentlich auch fast schon zum nächsten Kandidaten übergehen. Kann wenn ich noch kurz was anmerken? Ja, natürlich. Also Jo muss immer zum Schluss kommen. Ich vergesse es immer fast. Ja. Ja, ich sollte mir hier ein blinkendes Schild aufstellen. Hallo, hier. Ja. Aufpassen, wenn man die Schilder beschriftet. Ich nehme jetzt mal an, dass das bei dem Schiff mit entweder Max Texture Pack oder dem Fateful, weil Max Texture Pack basiert ja darauf, gemacht wurde. Weil da standen teilweise Sachen bei mir nicht. Ich bin im Default drüber gegangen und teilweise standen Sachen nicht auf den Schildern, weil das Ganze wurde ja noch fett geschrieben. Und in Fateful, generell hochauflösende Texture Packs, passt, glaube ich, mehr drauf auf Schilder. Da muss man immer aufpassen, was die Leute, die dann im Default das Schiff anschauen, was da noch dasteht. Zum Beispiel, was war das, Philipp? Internet? Irgendwie Internet Corner oder so auf jeden Fall. Und bei mir stand nur Internet auf dem Schild. Ja, aber das, und, ja. Jo, das hatten wir sogar schon auf der Werft. Und das haben wir so ja, aber dann muss man vielleicht schauen, dass man das vielleicht an Default anpasst, wenn es geht, wenn es möglich ist. Oder zumindest aufpasst, was auf den Schildern zu sehen ist. Und jetzt, weil das andere, vorne die Treppe am Bug. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Das kann ich mir nicht mal mehr mit Google Übersetzer erklären, was das stand. Also, Deck Baby be slippery, be wet. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Vielleicht können Sie mir das mal erklären, aber ich kann es mir nicht erklären. Und ich mache eine Ausbildung, die mit Englisch zu tun hat. Ich müsste es wissen, wenn das ein Begriff wäre. Okay. Also beziehungsweise bei mir stand Deck Baby be slippery B und bei Philipp stand noch Deck Baby be slippery B wet. Ich weiß nicht, was das ist. Gut. Also danke. Ja, was auch immer, da kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was du da gemeint hast. Ja, und wenn dann, also das Schiff war original von ihm gebaut, ist es nicht geklaut. Das muss man dazu sagen und von daher erstmal Thumbs up dafür. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Kandidaten, oder? Ja. Ja. So, dann wären wir also auch schon beim nächsten Kandidaten. Und zwar wäre der nächste Kandidat unser lieber Freund Cubeman mit einem U-Boot. Ich habe jetzt den Typ nicht ganz aufgeschrieben, falls das einer von euch nochmal vorlesen möchte. Warte, das ist der Typ, in Discord geht. Ja. Scout-Klasse-Typ A40 mit Turm-Typ 1. Ah, gut, ja. Das müssen wir uns erstmal ansehen, bevor wir das bewerten können. Gut, da waren wir jetzt mal drauf. Gibt's Freiwillige bei der Bewertung, wer ja, anfangen möchte? Ja, ich denke, ich und Gisa würden am liebsten anfangen, weil wir noch am ehesten da in die Thematik reingehen. Okay. Ja, also erster Augenblick von außen sah ja schon mal ganz nett aus. Deutsches U-Boot, Zweiter Weltkrieg, zumindest vom Design her ziemlich eindeutig zu erkennen. Im Detail sich das dann anzugucken, war dann doch ein bisschen enttäuschend. Mir fehlten da einige kleinere Details. Du hast am Oberdeck zum Beispiel nur Holzbeplankung gemacht, dabei waren das eigentlich so Gitterroste auf den U-Booten damals, damit da das Wasser besser reinfließen kann für den Sinkvorgang. Da hättest du besser mal Gitterfalltüren hingemacht oder sowas. Im Innern, das U-Boot war ein bisschen karg, also relativ detailarm, dafür, dass da eigentlich noch genug Platz war, um Details hinzupacken. Und der innere Aufbau und die Struktur, ich weiß nicht, also soll das jetzt ein nachempfundener Typ sein oder ein Fantasie-U-Boot? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, weil so den Strukturierungsaufbau von den einzelnen Kammern und Abteilungen, den kannte ich bisher noch nicht. Ja, also ich fand es an sich nicht schlecht, aber in den Details war es doch ein bisschen, ja, dürftig. Hätte man besser machen können. Ja gut. Michael, sind dir auch so wenig Details aufgefallen oder hast du einen ganz anderen Eindruck? Na, auf jeden Fall kann ich mich da anschließen. Es war ein bisschen kahl und vor allem ein bisschen weiß. Also an bisschen vielen weiß. Stellen,
An vielen Stellen wirkt es ein bisschen wie in einem Krankenhaus, weil einfach alles weiß, verboten, Decke, Wand, alles. Ja, zumindest den Innenbereich hätte man ja dann grau machen können, ne? So mit militärisch Stahl. Wenn auch irgendwie die Maschinenanlagen teilweise weiß sind, das wirkt nicht so toll. Wenn dann auch noch die Wände auch weiß sind, weil man halt die Kontrolltafeln und Maschinenanzeigen und so weiter nicht überall dahin gepflastert hat, wie es halt in echt ist oder gewesen wäre, dann kommt halt das Weiße mit zum Vorschein und es sieht halt nicht so toll aus, wenn Wand, Boden und Decke aus dem gleichen Material sind. Finde ich nicht so geil. Und vorne im Bug, hinten im Heck und so in der Bilge unten drunter in den zwei Hüllenbereichen, da war einfach nur karg, da war nichts drin, hätte ich mir ein bisschen Verstrebung oder ein bisschen Detail wie Ventile oder irgendwie sowas gewünscht, wo man halt sehen kann, dass da Wasser drin ist, wenn da ein Tauchvogel ist und so. Das war ein bisschen dürftig. Okay, G-Star? Ja, also wie gesagt, von außen, man erkennt, das ist ein U-Boot, Zweiter Weltkrieg, wie Dresch schon gesagt hat, deutsches U-Boot, also zumindest angelehnt. Ja gut, wie gesagt, von außen etwas kahl, gerade fand ich auch die größeren Deckgeschütze, vorne und hinten, die es da gibt, etwas sehr, sehr karg, also es war einfach nur eine Blockreihe auf einem Zaun und das, nee. Da gibt es schon bessere Arten, die darzustellen inzwischen, solche Geschütze. Und innen drin, also zum Beispiel dein Elektromotorenraum hat mir nicht gefallen, weil das einfach nur eine Wand war mit einem Hebel und das ist irgendwie nicht so ganz das, was man so eigentlich in U-Booten kennt. Und weiß ich nicht, allgemein hat das ganze Detail, weil normalerweise, wenn man zum Beispiel so U-Boote sich anguckt, auch so von innen aus dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich läuft man da die ganze Zeit eng an irgendwelchen Rohren vorbei. Und Gott weiß, was an Hebeln und Schaltknöpfen und wie Michael schon meinte, irgendwelche Anzeigen. Und gerade das fehlt halt auch in diesem Kontrollraum, dass man sich da so durchschlängeln muss durch alles. Und auch in den Torpedoräumen ist sehr, sehr wenig Bedienmaterial, wenn man so. Okay. Da hätte mehr Detail sein können, auch für ein U-Boot, das jetzt eine Custom-Klasse ist sozusagen. Fehlt trotzdem das Detail und halt die Farbgebung ist auch nicht so. Aber das ist dann ja wieder Geschmackssache, denke ich mal eher, ob man das nun alles weiß macht oder nicht. So, okay. Ja, erstmal danke dafür. Philipp und Robin werden es jetzt ziemlich schwer haben, weil ihr das meiste wahrscheinlich schon gesagt habt. Philipp, wie sieht's aus? Ja, ich schließe mich in anderen Namen 3. Nein, Du bist doch nicht Marvin, ey, was ist denn los? Nee, also ich kann da erzählen. Ich kann da sowieso nicht so viel zu sagen, weil ich kenne halt hauptsächlich U-Boote nur von vom pinken U-Boot mit Funke Hornsby und so. Aber ja. Ach, deswegen hast du das U-Boot vorhin pink gemacht. Ja, genau. Ich will meine Wand wieder haben. Oh, ich habe ja gar keine hier, scheiße. Aber ja, das, was ich gesehen habe, war halt, wie die anderen schon gesagt haben, ziemlich steril. Ich habe teilweise gedacht, ich bin im Krankenhaus oder so. Und es hat halt an Detail gefehlt. Das ist das, was ich dazu muss. Okay. Ja, Robin, ist noch irgendwas übrig, was du sagen kannst? Ich schließe mich den anderen an. Robin. Ja. Alles gut. Ja, alles gut. Okay. Ich bin ja kein U-Boot-Fan, also doch, also serienmäßig und filmmäßig ja, aber architekturmäßig und filmmäßig kein großer Fan von nein, aber ich schließe mich den anderen an. 3. Ja, also dann bin ich jetzt ein Nein. Philipp. So, dann muss ich jetzt erst nochmal Jo interviewen. Jo, bekommt das Jo'sche Gütesiegel? Ist das selbst gebaut? Kommt das irgendwo her? Moment, lass ich das mal kurz mit meiner Datenbank abgleichen. ja. Ja, das sieht sauber aus. Sieht sauber aus, okay. Das bekommt das Jo'sche Gütesiegel. Hast du da jetzt Datenpult? Das sind Aktenschränke. Also, dann nochmal so meine Einschätzung. Wenn ich die Jury wieder auf den Platz bitten dürfte. Ich glaube, du hast dir einfach keinen besonders großen Gefallen getan, den du hier im U-Boot eingeschickt hast, weil man einfach prinzipiell auf einem U-Boot nicht, also es ist schwer hat, von sich zu überzeugen. Da muss man wirklich schon ein gottgleiches U-Boot bauen, damit hier die Jury völlig aus dem Häuschen ist, weil das immer natürlich nicht so groß ist natürlich. Da sind Oceanliner viel, machen mehr Arbeit. Ich meine auch in der Kronos Crew gesehen zu haben, dass du sogar schon andere Schiffe gebaut hast, oder?
Habt ihr dann ja auch irgendwas gesehen, zufällig? Ja, auf dem Weihnachtsgrund, glaube ich, oder so. Ne? Also irgendwo hast du auch schon was gebaut, womit du hier wahrscheinlich mehr hättest punkten können. Wahrscheinlich ist es noch nicht fertig, das ist das Problem. Ja, U-Boot ist immer nicht so klug. Jetzt trotzdem relativ passables U-Boot abgeliefert, habe ich schon echt Schlechteres gesehen. Und von daher ist es trotzdem eine solide Leistung, wie ich finde. Aber natürlich, die Kritikpunkte musst du dir jetzt so gefallen lassen. Gut, wenn ich die Jury dann wieder ein bisschen zur Ordnung mahnen darf. Order, bitte. Order. Dann würde ich sagen, wenn es nichts mehr ist, können wir zum nächsten Kandidaten gehen, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Kandidaten und der nächste Kandidat, den wir uns ansehen müssen, das ist Doku. Doku mit der SS Île-de-France ist ein bekannter Name bei uns und wir werden großen Spaß haben, uns das anzusehen. Doku, das heißt, ich darf gleich Übersetzer spielen, oder? Ja, Doku, this is your ship. Gut, da waren wir also auf der Île-de-France zu Gast. Sie ist nicht abgebrannt, ist untypisch für einen Frenchliner. Und ich würde euch bitten, dass ihr das entfernt. Ansonsten können wir nicht weitermachen. So. Dann, wer möchte anfangen? Ich würde vorschlagen, Robin fängt an. Das ist ja immer eine persönliche Geschichte. Ich würde nur kurz am Anfang was sagen. Okay, wollen wir Jo jetzt am Anfang jetzt noch zu Wort kommen lassen? So, I'll be translating the essential part. So, don't worry, they'll say the everything they have to say in German, then I'll repeat the important things in English. Yeah. Ein bisschen lauter bitte. Ihr ins Übersetzungsstudio. Okay. A bit louder, please. Yo is your personal translator and Robin, you're the first to go, please. Also, da Yo nicht, okay. Also, es ist was noch nie da gewesen ist. Also, es ist die erste Île-de-France in Minecraft, soweit ich weiß. Und der Maßstab ist auch, glaube ich, ziemlich nah an unserem dran. Und ich glaube, also, was Rumpf betrifft, ausgerechnet hat er es nicht, weil selbst ich habe keinen Plan von der Bugspitze und vom Heck. Also ich gehe davon aus, dass er es geraten hat, aber ist okay. Also, ich muss ja sagen, Doku, mein Sohn, du kennst ja schon lange, ja? Und ich muss sagen, dass du da mit deiner Gruppe der Einzige, ihr seid die einzigen Amerikaner, die es verstanden haben, in einem größeren Maßstab zu bauen. Dafür bekommt ihr schon mal irgendeinen Preis. Auf jeden Fall finde ich gut. Rob, jetzt soll ich das übersetzen? Ja, mach. Ich hab viel Spaß beim Übersetzen, auf jeden Fall. Robin wants you to know that you're the only Americans that truly managed to build an existing ship. In the Maßstab. In the right scale. In the right scale. Ich habe frei übersetzt. In the right scale, das gehört ja dazu, wenn man ein existierendes Schiff baut. Also. Das Interieur fand ich auch sehr schön, wobei manche Blöcke hätte ich jetzt anders farbig gemacht. Das Treppenhaus ist ja nicht aus Holz. Also zumindest nicht aus dunklem Holz. Ich hätte ja irgendwas Helles gemacht. So. Aber alles okay. Du baust ja die French Liner sowieso seit nicht langer Zeit. Momentan baut der sehr viele Frenchliner. Und ich muss sagen, es hat mir doch sehr gut gefallen, Doku. Vielen Dank, mein Sohn. Gut, das ist jetzt noch so mit den Materialien und... I think it was... we were on D-Deck and Robin said that you may have mixed up several versions of the ship. And you should pay attention to when the pictures were taken and which plans you were using, because we saw some things that just didn't exist at the same time. So, yeah. And that leads me to, what on earth is a lady's barber, please? What is that? I have never come across that term. And please, if that term exists, tell me. As a soon-to-be foreign language correspondent, I would like to know, because... that bugs me. And one thing I would like to say is don't place the lamps in the steel beams of the ceiling. Place them between the beams. That's something we stopped doing a long time ago. So yeah, it's not the up-to-date standard anymore. Okay, Doku, ladies barber, that term absolutely gives me the heebie-jeebies. okay, the next one to go is Philip. Hi, Doku.
Ja, was soll ich sagen? What should I say? Que quiero decir? Ich war halt interessiert, als ich ja auf die Map gegangen bin, weil ich kannte das Schiff so nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und war dementsprechend überrascht, was ich so gesehen habe. Zum Beispiel ist das also Boxring im Gymnasium oder so auf einmal. Ja, also ich muss sagen, zu dem, was ich sagen kann, ich fand es an sich ein ganz schönes Schiff, ist so gut gelungen. Aber manche Sachen sind halt ein bisschen komisch, zum Beispiel die Becken oder so. Aber das sind Kleinigkeiten, ansonsten sehr schön. Ja, okay, vielen Dank. Ach, stimmt, das mit den Betten, soll ich das mal sagen? Alter, da läuft Stromberg rum. Was? Ja, der sieht aus wie Stromberg. Muss das jetzt sein? Also, jo, basic jetzt mal. Also die Betten. Ja. Ja. One thing we all don't really understand is your way of building beds. It's just... I mean quartz and cobblestone? Yeah. And building them with stairs and or slabs in general. It's just... It doesn't gel for us, so... Yeah. Maybe I can understand if you did it because of bats now being entities in Minecraft and the lag that comes with that, but other than that, it just doesn't look good. Yeah. Okay, thank you. Dann kommt jetzt G-Star. Yes, hi Doku. Oh God. Yes. 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 Thank you. I've managed to express myself in English. Yes. 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 Ja, also von außen hat mir das, also man konnte definitiv erkennen, es ist die Ile de France, ja. Was? Er hat da gerade 8 gesagt. Ist ja egal. Gut, mir hat nicht ganz gefallen, ich habe die Schrägung in der Brücke nicht verstanden und ich habe auch nicht verstanden, dass die Brücke so mega rund ist in deiner Version, weil eigentlich war die ein bisschen, naja, gerade. Was? Nein! Selbstwachsende Stuhllehnen habe ich nicht angefordert. Lassen Sie diesen Unsinn. Du bist bescheuert, du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Das sind die Konsequenzen. Die daraus gezogen werden, scheißegal, ja? Das weiß ich, die ist alle scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Okay. Immer. Ach, Leute. Könnten Sie mich vielleicht nicht unterbrechen? Ja. Dankeschön. Und packen Sie den Baum aus Ihrer Hand. So. Also. Ja, wie gesagt, so ja, Interieur, yes. Farbgebung bin ich jetzt auch nicht so bewandert, aber das hat schon alles gut ausgesehen. Wie gesagt, im Treppenhaus hätte es halt heller sein können, wie Robin schon gesagt hat. Gut, bei uns im Baustand haben wir jetzt natürlich auch noch erhöhte Decks. Das heißt, jetzt da zum Beispiel war der Speisesaal etwas gedrungen nach unten, aber das passt schon in dem Maßstab. Also alles in allem hat das schon, also definitiv erkennbar, das mit den Versionen, ja gut. Aber doch, das hat mir schon sehr gut gefallen. So, dankeschön. Ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was wir übersetzen müssen. Aber, dann... schon, aber Max, Doku versteht das doch alles gern. Ja, aber das war jetzt nichts, da war jetzt, ich wollte schon fast sagen, da war nichts Wichtiges dabei. Da ist halt. Naja, doch. Was wissen, dass deine Brücke rund ist und komisch geknickt. Also das mit der Brücke und mit diesem Knick sollte er vielleicht nochmal. Ja, übersetzt mal, okay. Also warte, was war das genau? Sag mal, hörst du eigentlich zu? Ja, aber denkst du, ich kann mir alles merken? Brücke, komischer Knick. Das ist dein Job. Die Brücke ist oben so komisch eingeknickt, also die lehnt sich so in den Wind. Ich glaube, Michael hätte das zuerst gemerkt. Übersetzt das mal genau so. Die lehnt sich in den Wind. Ja, die Brücke ist halt aerodynamisch. We don't quite understand your bridge design. It has this strange... edge and is kind of leaning into the wind, as Gisa likes to describe it. I think you can imagine what he means. And it's your version of the whole front stop, of the ship stop, is stop, 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 stop. More rounded stop. Than it actually was in reality. Stop. Sorry, Doku, we have to interrupt. Linz, was genau machst du da? Linz, what are you doing? Ich baue mir einen eigenen Platz. Er baut sich ein Schloss. Okay, ich denke, die Message ist draußen. Als nächstes käme Michel. Michel, wie hat dir das Schiff gefallen?
Ich versuch's mal auf Englisch. Okay. It was quite good. ja. Mit so einem deutschen Akzent. It was good. Oh, Leute, das macht schon. The interior was nice, but some details are missing. Jo. Sorry. Schnauze. the lettering of a lot of rooms was missing. Was missing, was auch immer. So we don't know what's in the room. Littering. And a pantry on the promenade deck was also empty. Yes, but I liked it. Okay, thank you. So, und jetzt haben wir noch Trash. Trash, was da? Ich glaube, du kannst Englisch. Yes, ist flüssig. My English is more or less well. So, I can try to use it. My grammar is not the best, but... Okay. Your grandma? How is it? My grandma is not so well. She is already dead since a few years ago. Okay. Aber das deutsche Publikum versteht jetzt ja gar nichts. Oh. Oder vielleicht nicht, nicht alle. Untertitel. Ist auch egal. Soll ich das Deutsche übersetzen? Für die deutsche Nein, es sind schon alle des Englischen mächtig. Können wir jetzt Sinn machen, ich möchte. Ja, bitte weiter. Ja. So, Chabuk, Chabuk. So, I tried to keep it short. Doku, your ship was very nice, but also very flawed. So, like, we missed some signs and descriptions of the rooms everywhere. So we were not quite sure at which place we are actually at the moment, and had to try to find out by checking a few of the photos, and found also out that the photographs and your building are not quite similar in all points. So yeah, it was still a nice construction, but not perfect. And yeah, what should I say? There's a lot of what's it called? Yeah, free air on the upper part. That is a German idiom, by the way. Yeah. A lot of space. Yeah, that's. There's still room for more. Yes, of course. Okay. Thank you, Drash. First of all, I'm very sorry, Drash. My grandmother's also dead. her name was Erika, by the way. Yeah, ship was quite good. I really like to see the Ile-de-France. I really like to see her not burning. it's very special thing for a French liner not to burn and to turn into toast. So that was really nice. And or to capsize in the harbor of New York. Yeah. Yeah. And I must confess that I didn't have that much time because I had to do something else, but he had to eat. I had to eat something and the other guys here, they had more time with the ship, but from what I could see, it was a very... We analyzed the whole ship. It was a very, very good work. I mean, I really enjoyed the interior and the exterior. So, and I think you're the best candidate so far. Yes, you're the best candidate so far. Okay, we only had four candidates. But Canada. But China. You're the best candidate so far, so congratulations to that. Gut. Nächster Punkt wäre dann natürlich der letzte Kandidat für diese Folge, wenn jetzt niemand mehr was zu sagen hat. Nee, so weit aus. Plötzlich redet er wieder Deutsch. Und das wäre dann, der nächste Kandidat wäre dann Nappus mit der SPFD-Bewerbung. Der heißt wohl angeblich auch Craftland, das Schiff, das hat er mir geschrieben. Und wir müssen natürlich draufgehen, um uns das mal angucken zu können und uns ein Bild machen zu können. Gut, da waren wir jetzt. Und
Ja? 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 Wer möchte denn jetzt mal anfangen? Mit einer humanen Bewertung. Na, human, okay, ich bin raus. Okay. Nein, ja, G-Star fängt an. Trash, bleib. Also, aber ist deutsch, oder? Deutsch, also er ist ja, wahrscheinlich ein Jüngerer. Weil da war ja das Buch mit, auch mit Englisch, deshalb war ja. Wusste ich nicht. Er ist wahrscheinlich ein jüngerer Kandidat, Leute, deswegen. Also. Wer von euch hat auf meinem Bildschirm hinten einen Fisch geklebt? Hä? Ach, Leute. Darf man hier jetzt einmal anfangen, mal zu reden, ohne von jeder Seite unterbrochen zu werden? Dankeschön. Mein Bildschirm ist also richtig. Ja, also wir sind natürlich auf die Map gegangen und das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Drücken wir es mal so aus. Lange nicht mehr gesehen. Es ist nicht ganz der Baustandard, den wir hier im Moment so Baustandard? Okay, wenn es nach anderen geht, ist es gar kein Baustandard mehr. Ich bitte dich. Also wir sind draufgegangen, es war sehr, sehr klein, etwas unförmig von außen, wollen wir es mal unförmig? So sagen. Unförmig? Trash, hey, immerhin, aber Trash, immerhin. Okay. Pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du. Die Sache noch nicht zu Ende, dumme Sau. Da hat man erkennen können, dass es ein Schiff ist. Das also, Trash, du darfst gleich ordentlich die Sau rauslassen, wenn du möchtest. Ja. Jetzt rede ich aber erstmal und ich habe einen. Ich fand's süß. Also, und es war alles so sehr, 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 sehr. Naja, ich meine, wir hatten Holzwände da drin. Die Räume waren irgendwie etwas merkwürdig aufgeteilt. Sehr merkwürdig aufgeteilt. Es gab dieses nette Buch, das hat uns erstmal die ganze Geschichte beschrieben. Auf Deutsch und auf Englisch? Auf Deutsch und auf Englisch, also immerhin, da wurde auch für das englische Publikum mitgedacht. Und, nun ja, der Rumpf war auf jeden Fall keine gerade Wand, sondern man hat da schon versucht, so ein bisschen Max alte Rumpfbautechnik, also diese Plattenbauart, so ein bisschen versucht zu verfolgen. Es wurde auch angefangen, im Maschinenraum was zu bauen, war jetzt aber auch nicht wirklich ein Maschinenraum, es waren mehr Klötzchen mit anderen Klötzchen dran, die aber irgendwie keinen Sinn ergeben haben. Das war ein 2012er Maschinenraum. Das war kein 2012er Maschinenraum, das war nichts. Was heißt nichts? Es war auf jeden Fall nicht zu erkennen als irgendeine Maschinenart in dem Sinne. Es hat halt von innen keinen Sinn gemacht, das Schiff. Also es war halt, weiß ich nicht, es war nicht nur kein richtiger Baustandard, sondern es hat halt auch keinen Sinn gemacht von innen. Und von daher, ja, ne. Ja, ich gehe mal weiter. Okay, ich möchte noch daran erinnern, er ist wahrscheinlich ein jüngerer Kandidat und hat hier hoffnungsvoll dieses Schiff eingeschickt. Also versucht ein bisschen. Ich hab doch gesagt, das ist süß. Ja, es ist super, aber ich glaube, der Drash brennt schon richtig so ein Feuer im Hals. Und das ist das Feuer der Leidenschaft, das wirklich, versuch nicht ganz aufzudrehen, wenn du dran bist. Ich würde sagen, wir lassen erstmal Philipp noch zu Wort kommen und dann mal Richtung Robin, dann zu Michel und Drash. Philipp. Okay. Philipp ist tot. Holt mal jemand den Defibrillator. Der ist kurz weg. Der ist weg. Ich bin schon unterwegs. Ich hole schon, hier ist ja gar keine Tür. Genau. Linz, wenn Sie den vielleicht wiederbeleben und das Holz aus Ihrem Kopf entfernen. Linz, ich glaube, Sie müssen in die Notaufnahme. Ja, ich komme schon. Robin, möchtest du vielleicht? Ach, das ist ja eigentlich Jos Aufgabe mit der. Ja, er ist auf jeden Fall jüngerer. Ja? Was ist meine Aufgabe? Nichts, Ruhe. Ja, und. Was soll ich denn. Also, er hat's versucht. Ja, also, es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, besser als mein erstes Schiff. Nein, mein erstes Schiff war nicht die Konos, das war die MS Sunshine, die leider gelöscht wurde, darum kennt sie nicht. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass das auf jeden Fall besser ist als mein allererstes. Auch wenn's komisch ist, aber es ist besser. Das war ja die Sache mit Jo ist halt, ja, er ist halt noch sehr jung, das merkt man auch an der Rechtschreibung. Da gab es ein paar Sachen, die wir halt, ja, lustig fanden, sagen wir es mal so. Aber es ist nichts gegen dich, du bist halt jung, du musst das halt noch lernen vielleicht so, aber das Kriegsschiff, das war gut, oder zum Beispiel Wertungsboote, oder es ist süß, lustig, also es ist nicht das gemein, Restaurant. Aber. Restaurant. Also wer Lukas hier, dann sei froh, dass Lukas liegt. Siehst du dieses Schild? Ja. Das ist, was ich sagen wollte. Ja, weiter geht's.
Gut, während wir versuchen, Philipp ins Leben zurückzuholen. Michael, hast du was Nettes zu sagen zu diesem Schiff? Ja, also man hat gemerkt, dass er sich Gedanken gemacht hat dazu. Ich hab's geschafft. Vor allem mit der Hintergrundgeschichte und so. Er hat den Defibrillator angewandt. Es war nett. Also von der Originalität her fand ich das. Ich fand's irgendwie lustig. Es war ein netter Versuch. Es ist nicht das, was man sich so erhofft beim Contest, aber es ist halt auch immer wieder dabei. Aber von daher. Genau. Das Beste, was ich an dem Schiff fand, war oben auf der Brücke gab es einmal einen normalen Funkraum. Und auf der anderen Seite den Planungsraum, den Routenplaner. Der Routenplaner. Der Routenplaner. Das fand ich am besten. Planer, Küchenland. Oder auch die Rettungsboote, die mit Schienen nach oben ja, fahren. Ja, genau. Auch ein interessantes Konzept. Also Ideen waren schon mal da, nur halt die Technik und die Umsetzung für den aktuellen Vorstand sind halt noch nicht da. Das kommt wahrscheinlich mit der Zeit. Aber sonst ist in Ordnung. So, Philipp ist zurück in dein Leben denn. Was sagst du zu dem Schiff? Ja. Welches? Nappus. Philipp. So. Ja, ich war nicht da. Ja, mein Kopf rattert gerade. Ja, das Ding. Ja. Wir waren gerade vor ein paar Minuten erst drauf, ja? Also. Nee, ich habe gerade mit meinen Eltern über Essen geredet. Deine Heimatstadt zu reden ist immer sehr. Jetzt los, Philipp. Also, genau, das Schiff mit den Holzgängen. Also, es war halt. Ich weiß nicht, ob das ein Schiff gedacht war, aber es war halt, wie schon gesagt wurde, nicht das, was wir hier eigentlich suchen oder so. Und klar, einige fanden es ziemlich lustig und so, aber ich finde es eigentlich schade, so, dass es wieder eingesendet wird, weil wir wissen, dass die Leute es besser können und wenn wir dann so einen Kronos-Contest machen und die Leute wissen, dass da so gute Sachen eingesendet werden, dass man dann so muss, weiß ich nicht. Philipp, das war schon ein bisschen böse. Ja, das Ding war doch. Gerade den freundlichen Kopf aufgesetzt und dann kommst du mit so einer Aussage. So, und also, jetzt, danke, deswegen Philipp. Deswegen muss ich, also, das hat Baustandard 2013, es tut mir leid. Ja, stimmt, wir haben auch Buzzer, ne? Ich glaube, 2013? Früher, Philipp. Es war schon komplett aus Holz. 2012. Ja, 2012. Immerhin waren Holzboden und Holzwände aus verschiedenen Holzarten. Also laut Drash ist es gar kein Baustandard, aber. Also Drash, wie sieht's aus? Ja, bitte. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich. Was zur Hölle war das? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass auch Jüngere hier teilnehmen. Dann dürfen die sich aber auch nicht wundern, wenn das hier so abläuft. Weil, ich meine, ich bin ja ganz froh, dass so ein Schiff mal eingeschickt worden ist, weil ich jetzt schon Angst hatte bei dem Contest mit dem Standard des letzten Shows, dass wir hier nur noch gute Schiffe kriegen und wir nur noch gute Sachen darüber sagen dürfen und nicht mehr ehrlich die Meinung raushusten wie jetzt. Weil das war... Sorry, aber das war... Nein! Das war epic. Ach, komm schon. Also, ganz ehrlich. Sorry. Ich meine, ja, vielleicht entwickelt er sich ja noch. Ja, vielleicht wird er irgendwann mal bessere Schiffe bauen. Aber das Schiff war in Bezug auf unseren Standard und das, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, war das... Das hätte vielleicht im ersten Kronos Contest hätte das vielleicht noch gezogen. Aber schon ab dem zweiten Kronos Contest war das hier jetzt schon nicht mehr gut. Ich meine... Wie beschreibe ich das am besten, damit die Zuschauer da draußen so einen ungefähren Überblick kriegen, wie dieses Schiff war? Man stelle sich vor, man geht in den Kindergarten und... So ein Ding, ja. Ja. Und von innen, der strukturelle Innenaufbau, tut mir leid, aber der hat keinen großen Sinn. Also man merkt, dass der das Schiff gebaut hat, nicht weiß, wie ein Schiff aufgebaut sein muss. Der hat einfach mal irgendwie so einen Maschinenraum da reingeklatscht
Und Schornstein runtergezogen, ja, schön. Fehlte aber komplett die Steering Engine. Der wurde, ist aber verbunden sogar gewesen, der Schornstein. Ja. Aber da muss man einem ja nicht noch auf die Schulter klopfen, dass er etwas gemacht hat, was eigentlich selbstverständlich ist. Ja, aber also, vielleicht ja noch nicht viel können. Ja, aber dann muss man das auch nicht beschönigen. Wenn du immer alles beschönigst und sagst, ja, hast du gut gemacht, ja, hast du toll gemacht, ja, ist alles super, dann verbessert sich auch keiner. Ne? Okay. Und das hier war einfach definitiv für den Standard, den wir hier für diesen Contest voraussetzen, war das nichts. Sorry. Es ist einfach so. In Bezug nochmal zu den anderen Kandidaten, und da wir es ja auch sehr schwer haben werden, in zukünftigen Folgen hier nicht so gute Projekte raus zu punkten oder nicht weiterkommen zu lassen, ja, schließe ich mich da. Ich wollte gerade sagen, bei zwei Buzzern ist da nicht raus. Okay. Ne, also, es ist ein süßer, netter, kleiner Versuch, ja, und für sein Alter, also wenn es wirklich ein jüngerer Kandidat ist, wovon wir jetzt mal ausgehen müssen, weil dieser Baustand, den er da präsentiert hat, den kann ich nur zu einem einordnen, der jetzt vielleicht gerade mal maximal 10 Jahre alt ist. Sorry. Wenn er älter ist, dann tut's mir leid. Also dann tut's mir leid, dass er nicht besser bauen kann. Okay. Ja. Also danke erstmal dafür. Ich möchte jetzt auch noch ein paar Takte sagen. Ich fange mal mit was Gutem an. Wir haben die Originalität sehr gut bewertet. Also das läuft da volle Punktzahl in Originalität, weil es wirklich sehr... Es ist ein Original von dir. Also es ist nichts irgendwo abgeguckt oder so. Es ist komplett selbst gemacht. Ich glaube, Jo wird das als mein Korrespondent für selbstgemachte Sachen auch bestätigen. Dass das nicht geklaut ist. Das ist schon mal gut, dass du dich selber hingesetzt hast. Ich habe auch noch nie einen lila Schornstein gesehen. Also das war auch mal nett zu sehen. Kann man auch machen, muss man nicht, kann man machen. Mir war nicht ganz klar, warum das Schiff verteut war, weil es war eh nur in so einem Wasserbecken gestanden, also das kann eh nirgendwo hin. Aber bevor der Rumschaden nimmt, dann wahrscheinlich. Ja, aber das ist natürlich, was jetzt auch schon hier durch die Buzzer durchklingt, das ist halt hier wirklich das härteste Format auf dem Kanal, das man sich aussuchen kann. Und dieses Schiff hätte ich an deiner Stelle im Let's Show eingeschickt oder so, und selbst dann wäre es wahrscheinlich... Ja, also du musst dir einfach mal deine Konkurrenz ansehen. Wir hatten die Ile-de-France heute, wir hatten die Viking Atla, wir hatten die Westerwald, ja, wir hatten auch ein U-Boot. Das Max, sind alles. Weißt du, wenn mir das vorkam, wie bei DSDS diese Kandidaten, die zwischendurch immer reinkommen, die Kacke sind, um die Show lustig zu machen. Ja. Nur, dass wir die nicht bewusst auswählen, sondern dass sie einfach so kommen. Ja, immer am Ende. Immer sind die Fünften bei einer Folge. Immer. Ja, also das ist, die Fieser war damals auch Fünfter. Ja, stimmt. Also, aber genau, da können wir schon mal sagen, schau dir, sieh dir an, was aus Philipp geworden ist. Aus dir, das wird noch, glaub mir, das wird noch was werden. Also, das ist ein Güterölschiff. Ja, also einfach dranbleiben. Du musst einfach noch einiges zulegen. Es gibt, wie gesagt, auch falls du dich fragst, wie du was machen kannst. Es gibt viele Beispiele, die du dir angucken kannst. Nicht nur wir haben viele Schiffe gebaut, ja. Sondern es gibt ja auch noch andere Leute, die Schiffe bauen. Einfach mal irgendwas, was dir gefällt von außen, was du sagst, hey, das ist gut gebaut, das einfach mal runterladen, mal angucken und mal gucken, wie das gemacht ist. Und dann kannst du für dich auch was übernehmen und was dazulernen. Weil das war halt vom Baustandard her wieder 2012, so meine Simon-Titanic ungefähr. Wir haben jetzt 2019, 7 Jahre alter Baustandard, der fast schon kein Standard mehr ist. Das geht einfach in einem Contest nicht. Vor allem nicht, wenn ich hier Sachpreise verlose. Also, was heißt verlose? Halt vergebe an die ersten Teile. Wir verlosen? Ich weiß übrigens nicht, ob der Deutscher ist, weil das, das Max Buch hat das vorhin gesagt, er ist Deutscher. Ja. Oder er spricht also Deutsch. Also, wir behandeln ihn als Deutschen, weil er mit mir auch auf Deutsch schreibt auf Discord. Okay. Er ist auch in seiner Chronos Crew, glaube ich. Also, du kannst dir da auch wirklich, ich kann es mit den Leuten diskutieren, dir Meinungen abholen, dir Tipps geben lassen. Dann wird das was. Weil das war einfach für den Chronos Contest viel zu wenig. Und das war jetzt auch klar, dass diese Bewertung kommt. Und da darfst du dir jetzt, wie gesagt, auch nicht zu viel draus machen und nicht gekränkt sein oder so. Versuch es einfach hinzunehmen, wie es jetzt war. Erfahrungsgemäß ist die Bewertung eh nicht so hart ausgefallen, wie sie in der Grundaufnahme war, weil ich ja Schiffsförner zur Verfügung habe. Und ja, also einfach weiter üben. Aber das war leider sehr nichts unterm Strich. Aber sehr originell. Also du bist der King wirklich bis jetzt in Sachen Originalität. Da hast du volle Punktzahl. Das hat kein anderer geschafft. Gut. Ja, ich würde dann sagen, das war's dann auch schon für diese Folge, wenn jemand was anzufügen hat. Nein.
Wurden eure Erwartungen erfüllt, übertroffen oder, wie Ryan Johnson das machen würde, subverted? Were your expectations subverted? Also auf meiner Seite, ich bin ganz zufrieden bisher, wenn das so weitergeht, ist alles super. Ja, ein schwarzes Schaf ist ja dabei, aber jetzt hör doch mal auf, den armen Nappus ständig zu ärgern, Mr. Pink mit Grün. Du wurdest damals von Pizza ungespitzt in den Boden gestampft. Dann darf ich das jetzt auch machen. Ja. Gerammt, Max. Man sagt gerammt. Muss man das doch ganz klar sagen. Gerammt. Gerammt. Na, nicht ramm. Beenden wir die Sache lieber schnell. Gut, wir beenden das lieber schnell. Ich darf euch jetzt, also das waren so 5 ersten Kandidaten, es gibt noch einige weitere. Schaltet das nächste Mal wieder ein, beziehungsweise klickt auf das Video, wenn es wieder heißt Kronos Contest 2019. Ich verabschiede mich von euch bis zur zweiten Folge dann und ja, bis dahin.